So, die Musik ist aus. Ich gehe schon mal in die Szene, weil ich habe meine Kamera noch nicht eingestellt. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Ich grüße euch aber schon mal recht herzlich. Einen Augenblick, das geht ganz fix. Oder geht so? Ja, es ist sehr dunkel jetzt, ne? Schwer zu sagen. Gib mir eine Sekunde. Erstmal muss der Autofokus raus. Mache ich denn meine Sättigung? 120 ungefähr, ne? Gut, Hintergrund sieht man noch gut. So sollte passen. Passt, passt. Alles klar. So, dann machen wir die Musik mal leiser und dann werden wir gleich auch mal ins Game reinstarten. Weil ich habe ja heute eigentlich vor Silent Channel, ne? Ja, genau, habe ich vor, zu Ende zu spielen. Und danach eventuell noch ein, zwei Level in Obscuritas zu schaffen. So. Zack. Zack. Und das Spiel kommt gleich. Silence Channel, so heißt es. Entschuldigung. So, da kommt's. Made with Unity. Ich muss mal gucken, ob es so eingefangen wird. Ja. Haben wir ja am Halloween-Abend auch noch angefangen, da kam ich nicht weiter wegen dem Code. Es geht nicht ganz so lang laut YouTube. Ah, noch so eine halbe Stunde. Das heißt, ich brauche noch so eine Stunde, anderthalb Stunde. Ah, wir haben ja 2,5 Stunden Zeit. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen in Dings reingucken, in Obscuritas. So, ja, continue. Ich weiß nicht, wo der gespeichert hat. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen schwieriger von dem Rätsel her werden. Da werde ich vielleicht noch ein oder andere Mal nachgucken müssen, aber schauen wir erstmal. Achso, press any key. Ist nicht immer gut, wenn du den Ladenbildschirm selber wegklicken kannst, aber nur wenn du da viel Text hast. Okay, hatten wir schon. Ich weiß, wo ich bin. Entschuldigung, dass ich mich da jetzt nicht direkt erschrecke. Muss ich nicht hier runter lang kriechen? Ah, vielleicht kommt das gleich noch. Ah ja, Q. Q untersuchen, ne? Genau. Cry müssen wir uns merken, das müssen wir gleich eingeben. So, Taschenlampe, Taschenlampe. Ne, ich hatte die noch nicht. Ne? Hier war safe kein Wasser. Das haben wir abgelassen irgendwo. Genau, hier. Jetzt lockt. So, dann müsste das Wasser gleich weg sein. Genau, und dann konnten wir hier irgendwo drunter herkriechen. Was hier? Nein, hier war das gar nicht. Warte, vielleicht die andere Seite. Nein, hier. Und da haben wir dann die Taschenlampe gefunden. Und dann sind wir weitergegangen und dann kam eine Tür, wo ich nicht mehr durchgekommen bin. So. Find her in past. Finde sie in Vergangenheit. Können ja erstmal untersuchen. Ich brauche auch so dringend eine neue Taschenlampe. Ich hoffe so sehr auf den Black Friday, dass da ordentlich was runtergesetzt wird. So, und hier mussten wir dann eingeben. Nicht zu verwechseln mit Cry of Fear. So, Cry. Und dann konnten wir das drehen. Irgendwie. Moment. So. Rotate. Irgendwie konnte ich es aufmachen. Ich weiß noch nicht genau wie. So. Und da man schließt. Und Patrick, ich grüße dich. Zusammen, ja, heute zusammen. Ja, du bist der Erste. Ja, es war auch noch nicht klar, ob ich heute streamen, muss ich sagen. Weil unser Internet, also Insider konnte ja gestern gar nicht streamen. Und ich hatte auch bis vor 2 Stunden noch einen Upload von 1. Also, wenn er wieder einbricht, kann sein, dass ich dann wieder weg bin. Aber im Moment geht's. Daumen drücken, dass es so bleibt.
Es ist im Moment, ja, keine Ahnung, was im Moment los ist. Oh, sorry, dass ich mich da gerade nicht erschreckt. Das hatten wir alles letzte Mal schon. So. Ich hoffe, falls ich heute noch bis Obscuritas komme, dass der Danny bis dahin noch da ist. Der kann immer so gut helfen dabei. Nee, bei Insider ging gar nicht. Absolut nicht. Der hat ein paar Mal getestet, einen Test durchgeführt. Wie schnell unsere Leitung ist, konntest du vergessen. Haben wir gestern noch ein bisschen beim Chris zugeguckt. Zwischendurch Standbild, dann mal wieder nicht. Der Download ist heute auch immer noch nicht sehr gut. Der Upload, der geht aber gerade zumindest. Den brauchen wir ja für Streamen. Genau, hier war das Problem, dass ich den Code nicht hatte. Da habe ich aber gesehen, wie man den bekommt. Also, schauen wir mal. Ich guck mal. Ja, ihr seht was, ne? Ich will jetzt nicht so viel meine Taschenlampe verschwenden, wenn noch einigermaßen Licht an ist. Eigentlich, so, müssten wir jetzt hier so machen. Genau, und dann haben wir jetzt einen neuen Gang hier. Ich glaube, das habe ich auch gemacht beim letzten Mal. Und dann lag da hinten ein Bericht und daraus konnte man dann den Code ablesen. Was ich allerdings nicht hinbekommen habe, weil mein Englisch wahrscheinlich wieder zu schlecht war. Die Türen waren alle zu. Also eigentlich sollte ich da hinten hinkommen. Ich brauche der Zeit. Ja, Internet ist Neuland, wie die Merkel immer so schön sagt, ne? So. Ich hoffe, das kriegen gleich ein paar noch mit, dass ich jetzt online bin. Nicht, dass die denken, bei mir geht's heute auch nicht. Schauen wir mal. Aber ist auch noch früh, ne? 17 Uhr ist immer so eine Zeit, da sind die meisten noch auf der Arbeit. Oder da machst du dann gerade Feierabend mit Einkaufen, bis du dann 18, 19 Uhr ist zu Hause. Ja, die Merkel hat das gesagt. Kennst du das nicht? Daher hat der Danny das ja. Internet ist doch Neuland für uns. Damit hat sie doch den Vogel abgeschossen mit dem Spruch. She felt death before birth. Sie ist tot, bevor sie geboren wurde oder sowas heißt das. Also hier sollte jetzt ein Code drin sein. Und der Code soll lauten 8442. The spinner has two daughters. Ja, mit zwei sehe ich da aus. Ich schreibe mal, vielleicht ist das auch random. Also 8442 sehe ich da noch nicht aus. Also wir schreiben mal auf zwei Töchter. Ich gucke mal nur nach Zahlen gerade. Aber die Mrs. Spinner, die ist halt gestorben. One of the daughter was nothing like the other members. Okay, one, ich mach mal eine 1 einfach. Of the daughter was not like any other members of the family as if deformed. Genau. Die eine Tochter war nicht wie die andere, die hatte ein verformtes Gesicht und sowas. Did not belong to the Mrs. Spinner's sisters intended a very poor baby in the village. I can't forget how Miss Spinner was affected. Mehr Zahlen sehe ich da nicht, ne? This beautiful child. Ich sehe da, guck mal, da unten steht noch 1983. Kann ich das umdrehen? Also da sehe ich aber jetzt keine 8442 drin. Angeblich soll man das hier aus dem Zettel rauslesen können. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwie was anderes noch ist. Ich kann das halt auch nicht umdrehen. Oh, hallo? Noch nicht so spielen. Sagt mir nichts. Okay. War schon ein bisschen was her. Ein, zwei Jahre, 3 Jahre, keine Ahnung. Ich gu kurz, ob hier irgendwelche Zahlen sind. Weil es wäre ja blöd, wenn ich das eigentlich nicht selber rausfinde, ne? Ich sehe auch keine Zahlen an der Wand oder so. Ich habe alles abgesucht. Keine Zahl.
Und mit dem Hebel komme ich wieder zurück. Nee, also das sehe ich nicht. Mal gucken, ob das jetzt auch stimmt. Aber das Spiel ist jetzt kein AAA-Spiel, daher denke ich mal, dass das nicht immer wieder ein neuer Code ist. Hoffen wir jetzt mal. Jetzt kommen wir nämlich nicht weiter. So, Show Cursor. 8, 4, 4, 2. Ist richtig, aber ich sehe nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Finde ich nicht gut, dass ich das nicht sehe. Aber okay. Press any key. Boah, Wetter ist im Moment schlimm, ne? Und Bella ist doch auch noch am Start. Hallihallo. Was ist auch so scheiß Wetter, Patrick? Viel zu früh dunkel und. Ach. Muss nicht sein, so wie es ist im Moment. Bis zum 21. Dezember, dann haben wir ja die Wintersonnenwende. Ab dann wird es erst wieder jeden Tag eine Minute früher hell oder ein paar Sekunden, keine Ahnung. Aber bis dahin wird es erstmal dunkler. Ja, also, einen guten Monat müssen wir noch durchhalten. Und wie viel haben wir heute? Den 9. Ja, ein bisschen noch, ne? Ich denke mal, so ab März geht es immer so ein bisschen aufwärts, finde ich. Fängt es zumindest so langsam an. Der Januar, Februar ist noch schlimm. Okay, doch, okay. Ging aber heute. Ach, heute ging? Nee, bei mir war kalt und alles. Kann ich zumindest nicht mitnehmen hier. Bei uns ist auch schon langsam dunkel, ist gut. Hier ist schon. Raus möchte ich jetzt nicht mehr. Hier geht wahrscheinlich gleich noch eine Runde mit dem Hund raus, ne? Im Sommer finde ich das ja schön. Aber im Winter muss das nicht sein. Aber der Hund muss ja raus, ne? Hilft ja nichts. Außer man hat jetzt einen Garten. Wieso geht denn das nicht auf? Aus irgendeinem Grund geht der Stromkasten nicht auf. Vielleicht brauchen wir noch irgendwie was. Oh Gott, die Taschenlampe brauche ich jetzt hier eigentlich nicht. So dunkel ist das nicht. Ich habe halt Angst, dass nachher noch dunklere Parts kommen. Ich wette, ich komme hier noch nicht hoch. Aber gucken wir mal. Wette die zu? Nein, die ist nicht zu. Na, guck mal, hier ist auch gemütlicher. Mit Kamin und so. Oh Gott, die Uhr dreht wieder durch an der Wand. Die Zeit rennt und rennt. Ist aber wirklich so. It's locked. It's locked. Okay, alles ist verschlossen. Opa raucht hier seine Pfeife. Warte, warte, da stand Hughes. Warte, da unten, duck dich mal. Bitte nicht schon wieder Text. Daraus soll ich jetzt wahrscheinlich wieder eine Zahlenkombination rauslesen, die ich überhaupt nicht sehe da. Ja, take. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Darf ich mir das doch mal angucken? Steh mal wieder auf. Was ist das? Piece of paper. Piece of paper that combined to some other ones. Okay, das ist ein Stück Papier, was mit anderen kombiniert werden kann. Ich brauche wahrscheinlich die anderen Schnipsel. Und wenn wir das kombiniert haben, kann ich das irgendwie aufmachen. Also lesen oder so. Mein Gott, der Punkt hier ist, um da unten das aufzumachen. Auch komisch. Scheine ich aber nicht aufmachen zu können. Ja, ja. Meine Mutter mag diese Jahreszeit auch nicht. Abends früher dunkel, da muss sie mit dem Hund im Dunkeln raus. Genau, genau. Das ist. Ich würde es auch nicht mögen. Zum Glück haben die Katzen ein Katzenklo. Nein, Batterie, komm her. Gut, Katzenklo muss aber auch ihren Tag sauber machen, ne? Wir müssen Papierschnipsel finden. Jetzt kriege ich aber ordentlich Batterien hier.
Also die Krisseloptik ist nicht bei euch so, weil irgendwas schlecht ist, ne? Es ist ja, das Spiel ist ja so. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwas übersehe, so wie das hier zum Beispiel. Was natürlich gar nichts Wichtiges ist. Liegt halt so viel Zeugs auf dem Boden. Aber das kann ich nicht anklicken. Ich habe mir auf jeden Fall für alle Fälle der Fälle die YouTube-Seite aufgerufen, weil sie ja irgendwo nicht weiterkommen. Ich möchte es allerdings eigentlich nicht benutzen. Ja gut, hier sehe ich gerade nichts mehr. Boah, das ist auch gemütlich. Hier im Schaukelstuhl mit einer Wolldecke. Einfach schön vor dem Kamin chillen, oder? Unser Kater ist ja draußen. Ja gut, da, wenn du eine Katze hast, die rausgeht, dann hast du das Problem nicht. Dann musst du eigentlich nur Futter geben. Und ich hatte als Kind ja auch eine Katze, die draußen war. Also, die hatte aber trotzdem im Keller noch ein Katzenklo. Im Sommer war die auch viel draußen, aber im Winter, wenn es kalt war, war die auch gern drin, ne? Das war mal so bei der. Mal hat sie das Klo benutzt, mal war sie draußen auf Klo. Und Katzen verbuddeln das ja auch zum Glück. Hier ist nichts drin. Hört's auch nicht auf. Guck mal, da glitscht die Tapete durch. Die ist irgendwie im Schrank drin. Ah, okay. Dann schauen wir mal weiter. Ich bin gerade wirklich sehr genau, ich weiß, aber ich will nichts übersehen. Sorry, dass ich mein Krankenhausvideo noch nicht hochgeladen habe. Ich habe ja gestern gesagt, ich wollte es über Nacht hochladen, aber der Upload, der war so schlecht. Da habe ich es noch nicht gemacht. Ich guck mal, wenn es jetzt okay bleibt mit dem Internet, dass ich euch das dann jetzt die Nacht hochlade. So, jetzt ist es fertig. Paper, piece of paper, okay. Double click to use. Was heißt denn das hier? Regenschirm 1? Gleich Mond oder was? Schreibt mal auf. Vollmond oder so? Oh, mein Schirm ist sehr gut gelungen. Ah, die Pfeife, die hatte der Opa da im Mund. Pfeife 2 mit Sonne. Die Musiknote, die haben wir unten gesehen. Drei, auch Sonne. Gucken, was das zu bedeuten hat. Und Feuer, das ist Kamin wahrscheinlich, der Kamin wahrscheinlich. Ich kann gerade nicht so gut malen hier. Find mal wieder Zeit für Garlic Phone. Aber ist das dann Vollmond oder soll da oben extra was fehlen? Oder weiß ich nicht, lass das mal so. Also, die Pfeife haben wir schon gesehen. Und die habe ich aber echt schlecht gemalt. Warte mal, hier kenne ich gerade gar nicht, was das sein soll. Die muss hier noch irgendwie hochgehen, so. Also, so ein bisschen besser zu erkennen. Jetzt müsste nicht mehr unser Twitch Guild. Ja, ich hab gefunden, wie das weggeht. Ich hab's gefunden. Ich fand halt irgendwie blöd, dass er da steht. Ich hab's weggemacht. Den Regenschirm, den habe ich glaube ich noch nicht entdeckt. Ich hab gedacht, vielleicht wenn es hell ist, wenn es dunkel ist, dann muss man das und das aktivieren oder so. Da habe ich ja noch gerade gar keinen Einfluss drauf. Wir müssen aber erst noch mal gucken, wo der Regenschirm zu finden ist. Was gibt's denn hier Leckeres? Crispy Breakfast. Ich guck erstmal hier unten nach den Schubladen. Aber hier kannst du nichts aufmachen. Selbst das nicht. Was steht denn da? Ich glaube, das ist Mehl oder so. Ein Sack Mehl.
Also Schubladen können wir aufmachen, aber nicht die Schränke. Ist ja aber noch nichts drin gewesen. Toaster und Spiegeleier haben wir ja auch am Start. Sugar, Kaffee, Tee. So, hier ist nichts. Warte, was haben wir denn hier? Was hat uns das denn zu sagen? Ein Alien in einem Glas. Ins Lockt. Kann ich denn Opa mit der Pfeife jetzt hier anklicken? Nee. Aber unten. Wo war denn unten? Hier war unten, ne? Nee. Komm ich denn nochmal her? Ich kann aber erstmal nach oben gehen, weil da sehe ich schon was mit dem Regenschirm. Da wäre ein Regenschirm. Also, I find it quite difficult. I have opened new journal after 2 years. Weiß ich nicht. Ich habe eine andere Schwierigkeit irgendwas gefunden. I have opened a new... Irgendwas Neues aufgemacht. Neues Journal aufgemacht nach 2 Jahren. I have tried to leave the past. Ich habe versucht, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. I would like to start over. Ich würde gerne neu beginnen. I want to leave this town. Ich will diese Stadt verlassen. Every part of this place reminds me of the memory. Jeder Teil dieses Ortes erinnert mich an meine... Reminds me of my memory. Erinnert mich an meine Erinnerung. Irgendwie sowas. I was asked to forget by the doctor. Ich bin zum Arzt gegangen, um das Ganze zu vergessen oder so. Ich weiß nicht, perhaps it's better to start fresh. Es ist besser, neu anzufangen, so in die Richtung. Hier wäre Schirm. Wegen Schirm. Wer lacht denn so? Ach, Mr. Milanese ist am Start. Der startet heute Siberia. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich gleich schon richtig Bock. Also, wie gesagt, bisher, Internet war bis vor 2 Stunden katastrophal noch. Bisher geht's. Ich hoffe, heute können wir den Stream dann auch mal vernünftig gucken. Gestern war ja mehr schlecht als recht. Aber wie gesagt, bisher geht's. Deshalb gab es auch noch nicht das Krankenhausvideo, habe ich gerade schon erzählt, weil der Upload einfach zu katastrophal war. Habe ich das schon aufgemacht gerade? Nee. Ja, ich habe zumindest jetzt alle Symbole gefunden, aber ich weiß damit gerade nichts anzufangen, ne? Also, wir haben den Regenschirm, die Pfeife, Musik und Feuer. Ja, was mache ich jetzt damit? Hier wäre zum Beispiel der Regenschirm. Muss ich da Licht anmachen vielleicht? Oh mein Gott, wie leuchtet denn die Treppe runter? Hier wäre die Pfeife. Kann ich hier auch Licht anmachen? Was war das nächste? Musik und Feuer. Mein Gott, ich drücke mal die falsche Taste. Ja, mach aus jetzt hier. Also Musik war unten. Ist da nichts zum Licht anmachen, oder? Hier war die Musik. Doch. Und mit Feuer ist auch eventuell der Kamin gemeint, ne? Tja, das hat dann aber damit zu sagen. Ah, das heißt Licht an, Licht aus mit der Sonne. Ich verstehe. Warte, warte, warte. Wo war das jetzt? Hier. Wir haben hier unten die Musik. Guck, Musiknote, da ist Licht an. Das ist schon mal richtig. So. Dann. Mein Gott, läuft er langsam hoch. Die Pfeife. Die Pfeife ist auch Licht an. Beim Feuer ist Licht aus. Und wieso geht denn immer das Licht aus hier? Und hier oben ist auch Licht aus.
Bitte, beim Opa ist gleich wieder Licht aus. Wieso macht der Opa immer das Licht aus? Jetzt habe ich alles so, wie es sein muss. Jetzt ist hier wieder Licht an. Das ist irgendwie eine Stromquelle. Und das ist auch schon wieder Licht an. Das verstehe ich nicht. Kate Walker. Kate Walker ist auch am Start, glaube ich, gleich. Hammer. Bleibt denn unten das Licht an? Boah, das ist aber. Ich kann hier jetzt immer die ätzende Treppe hier runterlaufen. Das macht mich ja verrückt. Nee, da ist wieder Licht aus. Vielleicht muss ich die Reihenfolge machen. Machen wir die Reihenfolge so, wie sie hier steht. Da wäre als erstes Regenschirm aus. Machen wir mal an. Regenschirm aus. Dann die Pfeife an. Und Pfeife und Musik an. Mein Gott, geh doch zurück. Pfeife an, Musik an. Pfeife an. Musik an. Wenn das nicht geht, weiß ich auch nicht. Und als letztes Feuer aus. Oh, scheinbar war das richtig. Das ist schon mal eine Oma. Fünf richtig 14 Spiele mit den Omas, die mich jagen. Habe ich denn falsch gemacht? Okay, war scheinbar richtig, sonst hätte ich jetzt nicht was getriggert. Aber was hat das jetzt ausgelöst? Jetzt haben wir doch das komische Bild hier. Kann ich aber auch nichts mit anfangen gerade. Was hat das jetzt ausgelöst? Ich gucke mal alle Türen ab. Vielleicht ist jetzt eine Tür aufgegangen. Lock, lock, lock. Ne, gar nichts hat das gebraucht. Oder meinte er, ich muss das letzte noch machen. Letzte wäre Feuer aus. Sonst hätte ich doch nicht was getriggert, ne? Was für Emotes hast du? Kaho, kann ich aussprechen. Oh. Ich bin jetzt hier die Schrappe runtergefallen. Jetzt habe ich alles richtig gemacht, aber ich weiß nicht, was es gebracht hat. Normalerweise ist ja meistens an der Stelle was. Aber hier stand die. Hätte man wahrscheinlich wieder direkt sehen müssen. Der Kuckuck hätte auch jetzt wieder gesehen. Das ist nicht gemein, ich habe es doch richtig gemacht. Aber wieso geht es denn jetzt nicht weiter? Ah, unten noch eine Tür, die jetzt vielleicht auf ist. Ich gucke mal kurz. Ja, das ist nur so eine Fake-Tür an der Wand. Aber vielleicht ist der Katzen jetzt auf. Auch nicht. Was hat denn das jetzt gebracht? Zurück komme ich nicht mehr, ist mir klar. Dann ist der Goku-Emote. Ich habe ja noch nie Dragon Ball geguckt. Sorry. Ich habe da gar keine Ahnung von. Wenn, dann habe ich mir mal früher Pokémon reingezogen, aber auch nur ein, zwei Folgen.
Ich hab, was war denn das, was so ähnlich war? Das habe ich auch einmal gesehen. Das fand ich aber doof. Ich glaube, Digimon war das. Das war irgendwie nicht so cool. Ich habe mit Dragon Ball auch gar nichts am Hut. Ich habe da auch gar keine Ahnung von. Gar nicht. Leute, ich habe das Rätsel gelöst und weiß nicht, was das ausgelöst hat. Ich sehe das jetzt auch gerade gar nicht. Lichtschalter, die gar nicht da sind? Doch, da sind Lichtschalter. Ich kann das auch nicht umdrehen oder so, das komische Bild. Theoretisch hätte sich da jetzt eine Tür öffnen müssen oder irgendwas. Das ist mir jetzt blöd. Ich habe das Rätsel gelöst. Und was kriege ich als Belohnung? Die Oma steht da. Finde ich nicht nett. Ich habe ja gehofft, das Video lädt was vor, wenn ich das hier im Tab offen lasse, aber hat es natürlich nicht gemacht. Na, egal. Jetzt mach das mal fertig hier. Ah, ich bin zumindest bis zur Stelle hier, wo die Oma im Türrahmen steht. Okay. Mal gucken, was der jetzt danach macht. Bei dem ist die Tür aufgebrochen. Wieso bricht man dem dann jetzt die Tür auf? Ja, macht ja auch Sinn, dass das passiert, oder? Auf der Karte liegt jetzt auf der Couch. Ja, schön. Bei dem Wetter, ne? Mag da auch mal was rein. Ich habe gestern noch eine Folge Rick and Morty geguckt. Das ist echt irre. Da, wovon ihr noch gesprochen hattet, ne? Was dir vorgeschlagen wird. Ich mache jetzt mal eine Sache noch. Ich bin mir nicht sicher. Was war denn das letzte noch? Ich meine, die Oma war schon da, ne? Kamin ist aus. Das ist das Einzige, was ich nochmal probieren würde. Oh, guck mal, ich habe den Kamin noch vergessen. Okay, ich habe aber gesehen, da ist die Tür auf. Okay, hier kommen wir weiter. Ich habe den Kamin. Ich dachte, ich wäre schon richtig gewesen. Da hat die Oma mich verarscht. Wir gucken ja im Moment, aber das kann ich jetzt nicht empfehlen. Das ist auch nichts für dich. All of Us Are Dead, gucken wir im Moment. Ja, das hat man so angefangen, das hat nur eine Staffel, das gucken wir jetzt zu Ende. Ja, meine Lieblingsserie auf Netflix ist immer noch Haus des Geldes und Stranger Things, die sind sehr, sehr weit oben. Das muss ich ja schon sagen. Gieß mir mal kurz was zu trinken ein. Haus des Geldes wird mir von allen möglichen Leuten empfohlen. Das ist so eine Serie, da guckst du dir... Also die finde ich echt so spannend, weil... Weiß ich nicht. Ich sage, nein, du willst die nächste Folge gar nicht sehen, weil du Angst hast, was jetzt wieder passiert. Aber du willst sie auch sehen, weil du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht. Ich finde aber... Wie viele Staffeln hat die denn nochmal? Entweder war nach 2 oder 3 Staffeln war für mich eigentlich das perfekte Ende da. Ich finde, da hätten sie auch aufhören können. Danach haben sie nochmal so ein bisschen rausgezogen. Weil es halt so gut war, wollten sie weitermachen. Aber hätte gerne mehr gemusst. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber für mich wäre da so das perfekte Ende schon gewesen. Wasser. Ja, ich habe noch ein bisschen Energy gerade hier drin gehabt. Das habe ich leer getrunken. Jetzt erstmal ein bisschen Wasser. So. Julia was never introduced as one of the spinners. Es ist Julia, wer ist Julia nochmal gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Seems as if Julie was the only child in the mansion. And Julia would play the role of my daughter on the other side of the mansion. Ist Julie und Julia eine andere?
Es scheint, als ob Julie das einzige Kind in der Menschen gewesen wird, war und Julia übernimmt die Rolle meiner Tochter auf der anderen Seite in den Menschen. Sind das die beiden Kinder, wo die eine so ein bisschen deformiert ist? Aber die nennen wir noch nicht Julie und Julia. Unlike others and despite of disapproval, Julia loved her sister. Doch, okay. Julie liebt ihre Schwester, dann sind das die Geschwister. Ich weiß noch nicht, wer von den beiden jetzt die deformierte war. She spent most of her time with Julia in a small room. Also sie hat die meiste Zeit mit Julia in einem kleinen Raum verbracht. Which had become her dungeon. Welches zu ihrem Dungeon wurde. None of them knew they were sisters. Also, none of them knew. Keine von beiden wusste, dass die Geschwister waren. Or maybe they both died. And just pretend with strangers. Was? None of them knew they were sisters. Also keine von den beiden weiß, dass die Geschwister war. Oder vielleicht die beiden sind gestorben und just pretended to be strangers. Strangers heißt ja Fremde, oder? Ja, keine Ahnung. Kann ich Gott jetzt gar nicht so genau wiedergeben. Kann ich Wort für Wort übersetzen. Oh. Das mag ich ja so. Tür ist weg. Kann ich Schubladen jetzt aufmachen? Irgendjemand erzählt mir da was, aber das ist ganz schön leise. Die Tapete löst sich ja schon. Hier löst sich nicht die Tapete. Gott, ob ich durch irgendeine Wand laufen kann? Hm. Oh, ich kann durch den Spiegel gehen. Das ist gut gemacht. Aber nur mit Duckjump. Duckjump only. Ich gucke mal, ob ich hier was sehe. Ah, ich glaube, die Schubladen sind zu, ne? Okay, ich mach mal meine Taschenlampe an. Ich hab doch Licht. Nein, wieso geht mein Licht nicht? Errungenschaft Limbo. Irgendwie geht mein Licht nicht. Okay, da kann ich jetzt nicht mehr rein. Das Licht kannst du auch vergessen. Das ist ja hell genug hier eigentlich. Warte, was steht da? Why do these memories follow me? Warum folgen mir diese Erinnerungen? Meint ihr, da können wir runter oder dann sind wir tot? Bin kurz AFK, bis gleich. Alles klar, Bella, bis dann. Ist bei vielen Serien so. Aber für mich ist trotzdem Haus des Geldes die beste Serie auf Netflix. Also, das kann ich nichts sagen. Stranger Things kommt auch nah ran. Bei Stranger Things finde ich halt dieses... das ist ja dieser 80er-Feeling so ein bisschen dabei. Diese Gemütlichkeit. Aber dann noch so ein bisschen... Das ist ja keine Horrorserie. So ein bisschen mystisch. So dieses Gemütliche und dieses Mystische zusammen finde ich irgendwie cool. Irgendwie passt das so gut. So, press any key. Fear is a word, but it sometimes breaks the wall around the world. Also, Fear, Angst ist ein Wort... Aber manchmal bricht es die Wand der Welt. Keine Ahnung. Okay. Wir sind scheinbar im nächsten Kapitel. Also wenn ich hier in dem Tempo weiterspiele, gibt es halt kein Obscuritas mehr. Also ich will das Spiel auf jeden Fall noch abschließen. Ich mag das nicht, wenn ich so viele offene Spiele noch habe. Und danach muss natürlich Obscuritas abgeschlossen werden. Ist das eine Puppe oder ein echtes Kind?
Eine Puppe. Oh, oh. Puppe ist weg. Mach mal ein bisschen Licht an hier jetzt, ne? Rollstuhl, Lost Place. Scheint mir übrigens jetzt war im Angebot. Ich wollte mir eh meine GoPro aufmotzen, weil ich bin mit meinen ganzen Qualitätssachen nicht zufrieden mit meinen Videos. Ich bin auch überhaupt nicht zufrieden mit meinem Krankenhausvideo. Ich werde als nächstes jetzt Black Friday gucken, dass ich eine vernünftige Taschenlampe habe. Und ich habe mir jetzt schon eine GoPro Mod gekauft. Die hat schon ein integriertes Mikro, aber da kannst du dann noch andere Mikros anschließen. Da kannst du dann noch eine Lichtquelle draufpacken. Da kannst du ein Display draufpacken. Das sind so die Sachen, die ich mir als nächstes anschaffen möchte. Aber das ist alles so teuer. Das muss in Black Friday reinkommen. Entweder Black Friday oder als Weihnachtsgeschenk lasse ich mir das dann schenken können. So. A plus B gleich 23B. Plus C gleich. Das kriegen wir doch aufgelöst, die Formel, oder? Also die beiden Bs muss das gleiche sein. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt sage, B ist zum Beispiel gleich 30, ne, dann wäre A 2 und C 38. Aber ich habe ja noch keinen Hinweis auf irgendeine Zahl. Kann ich ja nicht so einfach machen, ne? Ich hoffe, dann kommen noch mehr Staffeln von Rina Kumar. Was hat jetzt schon echt lange gedauert, bis überhaupt Rina Kumar auf den Freizeitpark kam, ne? Aber Akrazuku kannst du dir ruhig auch antun. Das ist eigentlich auch cool. Bisschen anders. Das ist halt, rastet halt aus, Akrazuku. Die geht immer in eine Karaoke-Bar singen. Ist eigentlich voll der kleine, süße Rotfuchs. Ein roter Panda, sorry. Voll nett und lieb. Und dann, um die Aggression abzubauen, geht sie immer in eine Karaoke-Bar, Death Metal oder sowas singen. Ich weiß es nicht. Dieses Gebrülle so. Von dem kleinen, süßen Rotfuchs. Das ist einfach so verrückt. Da habe ich ja auch diesen Pulli von und das T-Shirt und da habe ich ja auch die Funko-Pop-Figur hinten von Akrazuku. Obwohl die letzte Staffel da eigentlich auch gar nicht mehr, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn du jetzt schon Netflix hast, musst du eigentlich auch mal Cuphead noch machen. Einfach nur, weil wir was gespielt haben, so. Ist nichts Geiles, aber wäre geil. A, B, C. So, I'm part of you, as you will be part of me. Ich bin ein Teil von dir und du wirst ein Teil von mir sein. Mama, ich brauche Hinweise auf A, B, C. Ich brauche zumindest eine der Zahlen, sonst kann ich die Formel nicht auflösen. Gleichungen kann man nur lösen, wenn man zumindest eine Bekannte hat. Nicht, wenn alles unbekannt ist. Tick spielt Supreme Commander. Supreme Commander habe ich mir auch mal gekauft, ne, weil irgendwann vor einem halben Jahr oder so. Meinte es so ein bisschen wie C&C. Das ist aber verdammt schwer gewesen. Und dann habe ich mich da gar nicht mehr reingefuchst. Ich brauche Hinweise. Auch Hinweise auf eine Zahl. Gucken werde ich Cuphead schon. Ja, habe ich ja auch einfach gemacht, weil ich es halt gespielt habe. Ne? Auch wenn es echt nicht gut ist. Die haben ja bisher auch 3 Staffeln bei Netflix eingekauft. Ist jetzt die 2. rausgekommen. Irgendwann kommt noch die 3. Ist nichts Gutes, aber... Ah. Hör mal, wieso soll ich denn das lösen hier? Weibär, bist du da? Ich brauche Infos. Ich kann keine Formel auflösen.
Wenn ich wenn ich nur A da stehen habe, dann könnte ich es auflösen oder nur B. Insider sagt immer, das ist Kikeriku. Ich sag auch immer, der heißt nicht Kikeriku. Das ist Kikeriku. Oder Kikeriki sagt er, glaube ich, immer. Ja, es kann halt vieles sein. B kann zum Beispiel auch, B könnte 30 sein, ne? Dann ist A halt 2. Und C halt 38. So. Es ist. Du kannst. Wisst ihr, wie ich meine? Ich brauche Hinweise auf irgendeine Zahl. Sonst wird das nichts. Da stand. Ist mit Sicherheit wieder was in dem Zettel. Oder in dem Brief, was ich nicht verstehe. Ist mit Sicherheit. Ich weiß nicht, wie das halt übersetzt ist mit Englisch. Wie ich das halt übersetze. Vielleicht übersetze ich das wieder so komisch, dass ich den Hinweis an sich überlese. Oh ne, ich habe ja gar keinen Zettel. Ich habe ja nur den Hinweis hier. Hier. I'm part of you, as you will be part of me. Warte mal. Zehn Zahlen kann ich da eingeben, oder was? What the fuck? 2, 4, 6. Das kann doch gar nicht so 10 Zahlen können, wenn ich da rauskomme. Da ist doch kein Minuszeichen in der Gleichung drin. Jesus, Maria und Josef. Wie willst du das schon wieder lösen hier? B kann alles von 15 bis... Das von 1 bis 15, von 17 bis 31 sein. 10 Zahlenkombination. Das geht gar nicht. Hä? Ich bräuchte einen Hinweis zu einer Zahl, dann könnte ich es lösen. Wenn's, ist scheißegal. Ich bräuchte A, B oder C. Wenn ich eine Zahl habe, dann kann ich ja die Gleichung lösen. Das ist gar kein Problem. Warte mal da oben. Also, da ist ein Schacht. Ich hol mal die Kiste von drüben. Ich würde so gerne das Brecheisen hier nehmen und dann die Tür aufmachen, aber ich komme ja von da. Aber ich sehe da gerade einen Schacht. Wir grabben jetzt die Kiste. Spiel haben wir, 18 Uhr. Ja, Goethas wird nichts mehr. Wir werden das heute beenden. Komm mal, was wolle. Ich glaube ja, laut YouTube geht das, keine Ahnung, 25 Minuten jetzt noch oder so. Ich gönne mir jetzt lecker Mettbrötchen. Gescheites Essen für heute für mich. Bin ja heute auch später aufgestanden. Wann bist du denn aufgestanden heute? Statt 7 um 8? Oder statt 8 um 9? Keine Ahnung. Da, warte! Ah, ist 24! Ja, jetzt kann ich's doch machen. So. Gleichung. 24. Plus B gleich 32. So. Dann machen wir hier in der Schule minus 24. Dann ist B gleich 6, 7, 8. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8. B ist 8. Alles klar. So. So, B gleich 8, A gleich 24, dann müssen wir noch kurz C auflösen. So, wo schreibe ich die hin? Da, 8 plus C gleich 68, so, hier minus 18, C gleich 60. Plötzlich ein greller Blitz. Warte. Am Himmel, C ein flammender Meteor gleich stürzt 60. So, Gleichung ist aufgelöst. Goku, grüße dich. Ich musste mal kurz den Mathematiker hier machen. Ich habe Gleichungen immer gemocht in der Schule. Natürlich nicht so Pizzle-Gleichungen. Das war ein sehr schönes Thema, was ich immer sehr mochte. Hm.
15.30 Uhr! Boah, was? Das stimmt ja mit dir nicht. Du hast den ganzen Tag verschlafen. Der Patrick ist einer, der müsste Nachtschicht arbeiten. Ja, guten Morgen. Der Kuku, der steht gerade auf. Der geht nämlich gleich auf Nachtschicht. Möchtest du den Patrick mitnehmen und direkt einweisen? Muss jetzt leider nochmal in den Lurk. Ja, wahrscheinlich nochmal was kochen, ne? So, A, B, C hintereinander eingeben. A ist 24. 2, 4. B ist 8. Und C ist 60. Wenn falsch ist, ne? Errungenschaft, Digital Key. Ja, guck mal, ich kann es. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, was ist denn hier? November Nightmare, November Nightmare, November Nightmare, November Albtraum. Bitte nicht so viel Text. Ich krieg das doch schon gar nicht mehr übersetzt alles. Es geht hier um die Sarah Safavi. Date of... Weiß ich nicht. Hospitalisation ist sie im Juli 1998 ins Krankenhaus. Status End of Treatment. Also Medical Summary. Ist ein medizinischer Bericht, sowas, ne? Also Sarah hat ihr Baby verloren. Julia hat sie verloren. In einem Feuer von 1977. Und seitdem an ist sie in Depression verfallen. Was heißt der nochmal guilty? Aborted death and not. Also auf jeden Fall macht sie sich irgendwie Schuldvorwürfe, dass sie nicht retten konnte oder gerettet hat. Ihre Depressionen. Weiß ich nicht, wurden schlimmer. Ich weiß, das ist einfach so. Im Juli 1978 wurde sie von ihrem Mann ins Krankenhaus eingewiesen. Eine Woche nach einem Event, nachdem sie nach ihrer Tochter draußen suchte. Treatment heißt was? Weiß ich nicht. Treatment hat begonnen, nachdem sie dann ins Krankenhaus gekommen ist. Ah, zu viele Worte will ich nicht kennen jetzt hier. Vielleicht ist Persistenz. Keine Ahnung, ihre Persistenz in der Therapie. Contribute. Weiß ich auch nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Reden wir jetzt sicher drin hier. According to our decisions. She would probably like to work as a nanny. Irgendwie da bei irgendwelchen Sitzungen was rausbekommen, dass sie als Nanny arbeiten möchte oder sowas. Ich weiß es nicht, wie man liest das. Having this job under the specialist. Wir glauben, dass wenn sie diesen Job hat, unter bestimmten. Weiß ich nicht, unter. Wenn ein Spezialist sie unter Beobachtung hält oder so. Was sie das dann machen kann? Weiß ich auch nicht! It must be taken into a constant set presence. Might be relevant to the prison status in case of emotional. Irgendwas mit einem emotionalen Trauma. Puh! Macht nicht so Spiel. Und GG dafür noch. Heute war krank, 6 Uhr im Bett, 9 Uhr wach geworden und mit God of War angefangen. Ui. Gute Besserung, richtig krank oder einfach mal erholungskrank? Was steht da? Wünsche dir gute Besserung, falls du krank bist. Toll. Was hast du denn? Und wie ist God of War? Erzähl! Steht da H, U, Soft. Keine Ahnung, ich springe hier runter. Wow! Da war gar kein Wasser unten, das ist doch Beschiss. Mitgeladen. The present is where the past and the future meet. Die Gegenwart ist da, wo die Vergangenheit und die Zukunft sich treffen. Ach, okay. Wir sind in der Badewanne.
Wir schwimmen in der Badewanne, wie bei Edith Finch. Gab es auch diesen Quietschhähnchen-Part. Ich konnte immer noch nicht den Stromkasten aufmachen, ne? Das haben wir immer noch nicht gemacht. Da sinkt gerade jemand draußen. Wer macht denn den Klodeckel? Das kann ich ja nicht haben, ne? Klodeckel oben lassen. Das Problem ist immer, ich weiß gar nicht, so die meisten Leute, die ich kenne, so Freunde von mir, meine Mutter, ich, immer überall, wo ich bin, haben wir Klodeckel-Absenkautomatik. Boah, da war ich jetzt vorgestern, ne, waren wir ja bei Insiders Oma und die hat keine und jetzt so richtig dicken Porzellan-Klodeckel da und ich mache mal schön mit Wucht dann den Klodeckel runter, der ist richtig geschippt. Boah, ich habe den noch so kurz bevor der aufgeknallt ist, habe ich den noch aufgefangen. Ich glaube, sonst hätte ich da Klo zerschmettert da. Ich kenne das gar nicht, dass es nur Leute gibt mit Klodeckel ohne Absenkautomatik. Wollte ich euch mal berichten. Oh ne, wir sind schon wieder hier. Könnt theoretisch auch wieder runter. Ist der Raum auch noch auf? Ne, der ist jetzt wieder zu. Also da sind wir gerade lang gegangen. Zu. Zu. Wo kommt denn das Gesinge her? Und wie ist es hier am lautesten? Ja, vielleicht auch über mir. Ich geh mal hoch. Oder vielleicht auch unter mir. Naja, da leuchtet rotes Licht. Der Raum ist neu. Wow! Okay, der war gut. Und jetzt ist locked. Ach so, ein Quatsch. Weil wir haben noch eine neue Batterie. Aber ich kann gar nicht nehmen. Fake. Wo ist er? Die schwimmt in der Luft, die Batterie. Alter, die Batterie. Der ist mit der Tür. Ist locked. Hier war eine neue Nachricht. Oh nein, wir müssen das Rätsel nochmal machen. Das heißt, jetzt muss alles an sein. Aber wir wissen die Reihenfolge nicht. Okay. Fangen wir mal mit oben an. Hallo? Ich fange mal mit Regenschirm an. Boah, das muss ich mir jetzt mal irgendwie aufschreiben. Schirm. Was kann jetzt ein bisschen dauern? Richtig geil. Gab erstmal einen geilen Kampf gegen Thor. Ja, krass. Bin mal gespannt. Wie ist die Steuerung und die Grafik und so alles? So, wir machen mal. Falsch. Ich mach mal Schirm. Pfeife. Ist zumindest noch an. Feuer. Ne, ist wieder aus. Okay. Also Feuer wäre falsch danach. Schirm. Pfeife. Boah, das würde auch richtig ätzend. Wisst ihr, wie viele Kombinationsmöglichkeiten das jetzt gibt? Wenn das jetzt auch ausgeht wieder, dann ist auf jeden Fall nicht Schirm der erste. So. Muss ich ein Feuer machen. Ah, ist noch an. Das ist ein gutes Zeichen. Und eine neue Tür ist nicht da. Scheiße. Es könnte richtig gewesen sein, oder? Es ist alles an. Gucken wir mal. Ist immer noch locked. Jo, war richtig. Krass. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Geh an. Kann ich nicht anmachen. Na, na, na. Gar nix. Locked. Endlich, wozu ist denn hier nix?
das nicht ein Schlüssel hier? Nee, das ist Nagellack. Huch. Irgendwas muss jetzt hier sein. Ah, da ist eine Box auf dem Bett. Warte mal. Hey, Goku, ich brauche nur noch eine Kombination. Siehst du die hier durch das Spiel fliegen? Du siehst ja immer Dinge, die ich nicht sehe. Alles schön und gut an Matt. Aber das Nervige ist ja... Das Matt hängt überall an den Zähnen dran. Das ist so ätzend. Ja, Zähne putzen danach. Dann ist schon alles gut. Ja. Ich brauche eine Zahlenkombination. Ich habe die letzte schon nicht gesehen. Der Raum neu ist. Warte mal, hier ist eine Zahlenkombination. Oder? 1, 8, 6, 7. Probier ich mal aus. Kann doch auch einfach mal leicht sein, oder? 1, 8, 6. Nein, es kann nicht einfach mal leicht sein. Vielleicht, warte mal, das ist ganz verrückt, die Idee, die ich jetzt habe. Was habe ich als erstes angemacht? Der Schirm, den habe ich als erstes angemacht. Dann die Pfeife. Dann die Musik. Dann das... Okay, das wäre 1, 2, 3, 4. Nein, das geht, glaube ich, auch nicht. 1, 2, 3... Hier. Nein, natürlich geht das nicht. Ich gehe mal unten gucken, wenn ich da nichts sehe. Guck ich nach. Weil die Zahlenkombinationen, die sind teilweise echt... Keine Ahnung, wo das Spiel die manchmal her hat. Batterie schwebt hier immer noch in der Luft. Sieht man hier auf den Bildern oder so eine Zahl? Ja. Auf der Stirn eine 8. Eine 9. Ja, das kann ich mir auch einbilden. Dann müsste ja auch hier am Feuer irgendwo eine sein. Hab nicht aufgepasst, hab gefuttert. Nein, alles gut, alles gut. Und Tino, was geht ab? Ja, ein bisschen Horrorreste wegzocken noch von Halloween. Ich hab noch nicht alles geschafft gehabt im Stream. Ein Spiel haben wir Montag schon beendet. Jetzt versuche ich das hier gerade zu beenden. Aber ich hänge gerade ein bisschen. Und ich weiß auch echt nicht, wo wir die Kombination jetzt herholen sollten. Theoretisch aus dem neuen Raum, ne? Aber da ist halt gar nichts. Wir haben auch keinen Zettel oder Bericht oder so, wo wir was finden könnten. Wir haben nur die Box hier. Ich guck nochmal, sind hier irgendwie Zahlen an der Wand oder so? Nach hier unten, hier ist eine Zahl drauf, die geht aber nicht. Der Zettel war, um hier reinzukommen. Schrank ist zu. Bad ist zu. Ich habe auch keine Zahlenkombination. Muss ja vier Zahlen sein. Vielleicht die Uhrzeit? Das ist die einzige Uhr, die nicht durchdreht. Was haben wir denn da? 10 nach 12, ne? Also 12 Uhr 10. Oder wenn wir keine 12 Uhr haben, können wir auch sagen 0010. Ich probiere. Ich habe jetzt vier Sachen dann ausprobiert. Ja, hör mal, ich habe da wohl noch genug Batterien. Keine Ahnung. Probieren die beiden Sachen nochmal, dann gucke ich nach. 1, 2,
1-0, probiere ich. Noch nicht. 0-0, 1-0 wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Das ist ja Quatsch. Ne, dann. Keine Ahnung. Dann weiß ich jetzt leider wirklich nicht. Den Kinofilm Jackass 2 angeschaut. Patrick, was schreibst du da für Sachen? Ist das der neue Jackass gewesen? Den haben wir auch schon gesehen. Ich weiß nicht, es gibt so viele Teile mittlerweile von Jackass. Ich habe den Überblick verloren. Ich spule mal ein bisschen vor hier und dann gucke ich mal nach. Boah, ich komme gar nicht voran in dem Spiel heute. Gar nicht. Es tut mir leid. Ich habe jetzt in anderthalb Stunden habe ich 10 Minuten geschafft von dem Video. Ey, Katis, nicht kloppen. Ich spule mal kurz hier vor. Ich guck mal kurz, welche Kombination da eingibt. Jetzt gibt der eine Badewanne auf. Jetzt macht er da Rätsel. Komm, jetzt geh in den Raum da rein. Da, warte. 4, 3, 2, irgendwas. Was? 4, 3, 2 und irgendwas. Das konnte ich nicht erkennen. Theoretisch geht das Video jetzt noch 15 Minuten. Das heißt, vielleicht schaffen wir das dann heute durch. Ach, ein ziemlich alter Teil, okay. Was heißt das Mettbrötchen? Ja, der Patrick möchte jetzt irgendwelche Leute umarmen. Vielleicht war das Mettbrötchen nicht mehr gut. Ich weiß es nicht. Patrick, war das Mettbrötchen noch gut? Und wen möchtest du da umarmen? Also 4, kann ich gar nicht nachvollziehen wieder, wo die Zahl herkommt. 4, 3, 2, ja, das letzte habe ich nicht gesehen. 4, 3, 2, 6, Bedroom. Keine Ahnung, Leute. November 1989. Don't watch. Das ist das The Ring Video. Okay, wo können wir es uns angucken? VHS-Tape. Auf ins Schlafzimmer. Ich habe immer noch 4 Therapy-Flashbacks. Ich habe aber leider keinen VHS-Player irgendwo gesehen. Fuck! Okay. Die mag scheinbar auch kein VHS-Player. Kennst du nicht Ingo Lenzen? Läuft bei Sat 1. Nee. Also Sat 1 gucke ich mal so gar nicht. Ich gucke ja kaum Fernsehen. Wenn, dann gucke ich gerade nochmal Pro7, wenn die Simpsons laufen oder so. Aber Sat 1 gucke ich überhaupt nicht. Kreuzungen. Aua, aua, aua. Ich geh links rum. Keine Ahnung, probier mal. War links rum jetzt richtig? Weil wenn ich irgendwie wieder an einem Ort komme, der aussieht wie der Anfang, war das nicht richtig. Simpsons, ja. Simpsons sind auf Pro7 und nicht auf Sat 1. Ja, habe ich da mal ein anderes behauptet? Ich habe gesagt, ich gucke kein Sat 1 und auch kaum noch Fernsehen. Wenn, dann gucke ich auf Pro7 die Simpsons. Thank you.
Das ist ja ein bisschen strange, oder? Ich laufe immer mal da lang, wo die Bilder umgekippt sind, beziehungsweise wo irgendwas anders aussieht. Ich weiß nicht, hier sieht nichts anders aus. Doch, hier hängen einmal die Bilder oben und einmal unten. Ich glaube, unten dort ist anders, oder? Keine Ahnung, dann laufe ich jetzt halt mal rechts rum. Ich komme hier nie wieder raus. Ja, weiß ich nicht. Ach, guck mal, hier ist zumindest was. Was steht denn hier? Mr. and Mrs. Binos are the same people and I love them like the family. I have lost her. Liebt die beiden so wie seine eigene Familie, die er verloren hat. I can't wait for a family in November. Ich kann es kaum erwarten, bis das neue Familienmitglied geboren wird. Ich hoffe, es ist ein Mädchen. Was heißt denn Angoni? Keine Ahnung. Die Suche nach einem kleinen Mädchen wird mir helfen mit meiner Agoni. Keine Ahnung, was das heißt. Don't want the Spinners to know. Ich will nicht, dass die Spinners irgendwas über meine Vergangenheit rausfinden. Everything is going smoothly. There's no need to look back. Es gibt keinen Grund zurückzublicken. To be honest. Ich wünschte mir, ich wäre auch eine Mutter. Meint er, das resettet hat oder das ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Oh, okay. Scheint richtig gewesen zu sein. Und wir sind wieder back. Ich gucke, dass halt jeden Tag Lenzen übernimmt. Wie viel kommt das denn? Da sind wir doch meist noch arbeiten wahrscheinlich, oder nicht? Kann ich denn die Taschenlampe nachladen? Ich habe so viele Batterien eingesammelt. So. Mann, falsch Taste. Jetzt haben wir wieder Full Light. Noch 4 Batterien. Sollte reichen. Schauen wir mal, was jetzt neu ist. Die neue Tür ist neu, oder? Die ist auf. Ach, ist es denn soweit? Ihr seid wieder soweit, dass ihr euch hier mich nerven müsst jetzt. Hm? Ihr könnt gleich fluschen, ne? Aber jetzt noch nicht. Ich muss auch nicht mit meinem Mikrofon stehen, Herr Kutsche. Komm mal, geh mal runter. Ach. Komm her. Muss ich umdrehen. Wir sind auch ein großer Kater. Wir sind ein großer Kater. Wir sind ein großer Kater. Das ist Mr. Bito. Mr. Bito ist nicht so gerne auf dem Arm. Ah. Mr. Bito liegt lieber neben einem. Nicht so gerne auf einem drauf. Guck das nur wegen der Intro-Musik. Was? Montag? Ach, 19 Uhr. Ja, 19 Uhr gucke ich immer Streams. Sorry. Ich schaue dir wenig auch los wegen der Intro-Musik. Jetzt hatten wir wochenlang keine MAPA-Werbung. Dafür geht mit Lenzen-Werbung los. Ja, natürlich. Ja, 19 Uhr ist ja meist immer irgendeiner am Stream. Was ist das laut jetzt? Nur bei mir? Ich glaube, der Beat ist über meine Kopfhörer-Lautstärke gegangen. Only the creator of the circle knows its true beginning and end. Nur der Schöpfer vom Kreis weiß, ist es wahr,
Der Anfang und das Ende. Okay. New Location. Ruhe. Jesus, was ist denn? Warum ist so laut jetzt bei mir? Ich krieg gleich einen Hörsturz. Schon wieder die Puppe. Die Puppe, die ist doch auch aus Obscuritas. Ja, locked. 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 Lass mich raten. Locked? Lass mich raten. Locked. Ah ja. Jetzt wiederholt sich das hier immer. Na gut, dann lassen wir das Radio mal an. Ich kann gar nicht meine Taschenlampe rausholen. Ist lauter als mitten im Kirchturm. Ja, voll laut, ne? Oh. Dabei heißt das Spiel ja Silence Channel. Aber was heißt das denn schon wieder? Muss ich mir aufschreiben. Mein Tassette ist gleich schon wieder voll. Jo. Das ist so, da ist die 1 drin. Das ist so, 1, 2 und 2. Und darunter ist die Tür. Was heißt denn das? Da kann ich ja gar nicht links, rechts rum zu sagen oder so. Boah, dieses blöde 5M spielt da überhaupt nur eine Sau. Dieses, boah, wie heißt denn das nochmal? GTA Roleplay. Das fand ich schon immer so hart blöd. Und das, wenn das immer einer spielt, dann geht das 50.000 Mal auch auf Steam. Hat gefällt. War nicht bei mir. Weiß nicht, ob das was mit den Türen hier zu tun hat, ne? Aber es wäre eine 1, 2, 3, 5, 4. Und hier habe ich ja nur, hier habe ich 6. Keine Sorge, ich lasse euch immer nebenher laufen. Da weißt du Bescheid. Wir sind Nebenher-Programm. Und keine Sorge. Ich liebe euch doch alle. Siehst du nebenher. Hast du denn auch wenigstens den Ton immer ein bisschen an? Weil wenn du den Ton nicht anhast, dann wirst du auch nicht als Zuschauer gezählt. Stehst du zwar in der Liste drin, aber bist nicht als Zuschauer gezählt. Und schon wieder. Ich sag doch, wenn einer dieses Kackspiel spielt, dann öffnet sich das immer tausendmal. Und oh, Beats, jetzt ist nicht gerade Zeit, mich zu stören. Endlich nicht. News. Kann ich aber nicht anklicken. Das bin aus Madison Burnt Down. Okay, das... Madison, sag ich schon. Menschen. Menschen, die ist abgebrannt von den Spinners. Aber ich kann es nicht. Ich bin nicht ins Gesicht. Ich sehe nix. Ach, Beat. Jetzt schon wieder so viel Hunger oder was? Wie spät haben wir denn? Wir haben erst 6:30. Du musst runter, komm. Runter. 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 Komm jetzt. Komm jetzt. Aua, tut mir nicht weh. Jetzt geh runter, komm. Hopp. In meine Haare. In meine Haare ist er drin. Er macht ganz lang. Tup, tup, tup. Glaubt er, der geht da runter? Ton ist an, ja. 10 Stunden auf 0 setzen. Dann geht schon wieder an, dieses Scheißspiel 5M. Mann, spiel mal ein anderes, Sven. So, ich sehe wieder was.
Ich hoffe, ich muss den Bericht nicht aufheben. Das geht nämlich nicht. Huch, Entschuldigung. Ich bin heute sehr, sehr müde, muss ich sagen. Ah, jetzt geht's. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, okay. Das hat wahrscheinlich auch was zu sagen. Hoffentlich ist das das letzte große Rätsel. Schreib mir das mal kurz auf. So. G, H, I, P, Q, R. Nimmst du ein Z? Keine Ahnung, ob ich es brauche. Aber lesen kann ich hier nicht großartig was. Tuesday. Dienstag, 7. November 1989. Wir haben noch eine Nummer von der Zeitung. Dann noch 1993. Und den Text, den kannst du nicht mehr lesen. So. Nochmal zurück. Das ist das Bild wieder. Umrisse könnte man theoretisch mit dem anderen kombinieren. Eigentlich nicht. 1, 2, 3, 4. Ne, kannst du nicht. Du hast doch... Guck mal. 1, 2, 3, 4. Ah, ich weiß, wie du meinst, Goku. Ich weiß, wie du meinst. Das wäre dann... Das wäre dann so ein mittlerer Block, ne? Beat, jetzt gehst du aber mal runter, Freundchen. Ich werd wahnsinnig, Leute. Tut mir leid. J, K, L. Y, Z. G, H, I. Ne, was heißt denn 2? Katze runter. Runter jetzt doch bitte. Ich sehe so nichts. Ich muss mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz Pipi machen und ich muss den mal kurz aussperren. Das tut mir leid. Ich kann sonst nicht spielen. Bis gleich, ich bin sofort wieder da. Ah, jetzt kommt auf mich los. Ah, schwere Katze. So, ich habe gar nicht Pause gemacht im Spiel. Das ist super. Ich habe meinen Ton auch gar nicht ausgemacht. Aber ich glaube, ich weiß, was das 1, 2 und so heißt. Erster Buchstabe, zweiter Buchstabe und so. Oder? Heißt es das? Warte mal, vielleicht heißt das das. G, H, I. So. Dann wäre das 1, J. Dann wäre das Y. Nein, da kommt kein lesbares Wort raus. Dann wäre das G. Und das wäre H. J, Y, G, H. Die Zahl ist bestimmt der Buchstabe in dem Feld,
Also im ersten der erste. Und beim letzten der dritte. Wieso denn der dritte? Ist auch eine 2 hier drin. Wieso ist denn der letzte der dritte? Zahl ist bestimmt der Buchstabe in dem Feld. Dann verstehe ich, was du sagst. Also der erste und beim letzten der dritte. Beim letzten der dritte verstehe ich von dir nicht. Naja, brauche ich Buchstaben oder brauche ich Zahlen? Oh. Okay, ich brauche Buchstaben. Ich hab jetzt mal aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben J, Y, G, H. Okay, J, Y, G, H gibt's nicht. Guck mal, Goku. Guck mal das erste, ne? Guckt euch mal das erste Symbol an. Kasten und 1. Was würdet ihr da sagen, was das für Buchstabe ist? Kasten und 1. Ich hätte J gesagt. Aber ist nicht richtig. P. Wieso denn P? Wieso denn das Feld? Wieso ist das denn das dritte Feld? Dann verstehe ich das Rätsel nicht. So, und beim zweiten. Also ihr sagt P. Guckt euch mal das zweite Symbol an. Ne? Kasten. Und 1. Was ist das zweite für euch? Ich hätte gesagt Y, aber meine Theorie ist ja nicht richtig. Weil der Rahmen da derselbe ist. Ja, das habe ich ja. So gucke ich ja auch, aber ich sehe irgendwas anderes. A. Ah. Hä? Und WB Bella. Ah? Ach, die Außenlinien sind. Die Außenlinien, die muss man sich wegdenken. Warte mal, dann versuche ich jetzt mal das dritte selber. Die Außenlinie muss man sich wegdenken. So, dann ist das hier jetzt. Wartet. Ich gucke jetzt nicht auf den Chat. Dann ist das untere. Oder? S? S? Ist das nächste S? Sag mal, was das dritte ist. Ist nur das innere Gitter. WB Bella, genau. Ist das S? Sag mal, ob das ist. Passt. Ehrlich? Okay, dann verstehe ich's. Ich habe immer gedacht, das äußere Gitter ist das, was da ist. Deshalb habe ich was anderes gemacht. Okay, Goku sagt, passt. Dann gucken wir mal. P. A, S, T. A. Ich hoffe, das ändert sich nicht. S. T. Oh, scharf. TV. Ja, danke schön. Danke für eure Erklärung. Das finde ich auch schön, wenn ich dann eine Erklärung dazu kriege. Ich will es ja auch immer selber rausfinden gerne. Gucken, ob jetzt die Endtür auf ist. Aber die Errungenschaft hieß TV. Vielleicht muss ich zum Fernseher nochmal. Und GG, ja. GG geht an euch für eure Hilfe. Schenkt euch selber ein GG. Ich kann gerade leider nicht mehr rennen. Meine Figur ist kaputt. Vorhin motzt der Beat draußen im Flur rum. Das glaubt ihr gar nicht. Double! Azidiv Purpur 2 und 41337 dann nicht vor Heu. 52 Monate! Ihr seid irre! Boah, so viele Monate schon, ne? Krass! Vielen lieben Dank für den Resub, Danny! So. Wir haben das passt. Ich kann gerade nicht mehr rennen. Vielleicht kommen wir jetzt zum Ende. Ich habe gehofft, wir kommen ein bisschen schneller durch. Aber ich habe keine Taschenlampe mehr. Ich kann nicht mehr rennen. Vielleicht zeigt das, dass wir am Ende angekommen sind. Jetzt, oh ne, ich kann wieder rennen. Also Errungenschaft hieß TV. Vielleicht müssen wir jetzt noch was am Fernseher machen. Oh Gott. No Tape. Finden Sie das Tape und bringen Sie es ins Schlafzimmer.
Ich habe da echt ein Field Therapy Trauma von. Ja. Ich habe da jetzt nichts dran gesehen, was auffällig ist, ja? Im Mund? Ja. Die Taschenlampe habe ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich kann wieder rennen, zumindest etwas. It's locked. Okay. Jetzt haben wir nur noch den ganz kleinen Gang hier. Mal gucken, was wir hier machen können. War die hier auf? Nein. Komm, die Errungenschaft heißt TV. Da. Da. Don't watch. Wir sollen es nicht angucken. Muss ich hier wieder Play drücken? In November of 1989, an enormous fire broke out at the Spinners family mansion. Sadly, the daughter of the family, Julie Spinners, and a couple of the servants died in the accident. Julie und, Eyewitnesses have testified that the Spinners managed to find a way out of the fire before it started to rage. However, Julie ran towards the building and never came back. Julie ist reingekommen und niemand zurückgekommen. Julie had run back to rescue her nanny, Sarah. Julie wollte die Nanny retten, Julie und Sarah. Had a deep emotional connection, as the nanny. Sie haben eine tiefe Verbindung, die beiden. Ich will mich nicht umdrehen. Okay, nichts passiert. Na gut, wenn wir da fahren wegen mit dem Feuer und so. Ach guck mal, wir können zurückspulen. Oh Gott, hoffentlich muss ich da jetzt nichts machen. In November of 1989, an enormous fire broke out at the Spinners family mansion. Sadly, the daughter of the family, Julie Spinners, and a couple of the servants died in the accident. Eyewitnesses have testified that the Spinners managed to find a way out of the fire before it started to rage. However, Julie ran towards the building and never came back. Some claim that Julie had run back to rescue her nanny, Sarah. It has been stated that Julie and Sarah had a deep emotional connection. Kann ich Pause drücken? As the nanny had been by Julie's side since her birth. Aber ich sehe da jetzt nichts drin im Video, ihr? Ich guck mal, ob jetzt die Türen auf sind, verrückterweise. Ah ja, die Tür ist auf. Ah, ich habe nichts mehr. Oh Gott, das ist aber auch kein von schönes Bild mehr. Ist alles verkrüsselt, krüsselt. Ja gut, wir haben ja damit angefangen, dass wir in diese Location hier reingegangen sind, nur um ein paar coole Fotos zu machen, ne? So ein bisschen Lost Place Erkundung. Und hier haben wir angefangen. Vielleicht kommen wir jetzt hier wieder raus. Wir haben ja jetzt eigentlich alles erfahren, was wir erfahren müssen, glaube ich. Errungenschaft important. Okay, das ist eine important Nachricht. The Spinner Family were one of the lords of the area who lived in a large... Die Spinner Familie ist eine Family, die, ja, in dieser großen Mansion da gelebt haben, in dieser luxuriösen Mansion. Achso, das haben wir schon gelesen. Ja, als ich kleiner war, wollte ich das immer gern von innen sehen. Doch als ich dann gemacht habe, habe ich es bereut. Ich glaube, wir müssen nur noch raus jetzt hier. Ich wette, wir schaffen es nicht. Hier kommt der nie mehr Leben raus. Das ist leider schon Maximum Speed Rennen. Schneller geht nicht. Ja, das ist das, was hier schon alles lag, ne? Das hatten wir schon. Ich gehe einfach mal raus jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Ende ist. Zumindest versuche ich's. Piu, 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 piu. Piu, piu? Wolltest du mir was sagen? Oder einfach nur so piu, piu? Ich habe voll kalte Hände. Finger. Kalte Finger. According to the testimony of John Martin's co-workers, he disappeared after he had traveled to the Middle East in December 1996 to investigate a cursed mansion.
A few months later, the locals reported they had seen a 60-year-old man wandering around the mansion. Der ist eine Menschen, hat dann 60 Jahre alten Mann gesehen, der da rumgewandert ist. Gathering information for a news story from the area. Ja, der Reporter wollte dann eine Story machen. Due to suspicious events and the reports of local people, the police sealed the building forever and forbade entry for the public. The aforementioned mansion is currently surrounded. Die Polizei hat dann da verboten, irgendwie ins Gebäude reinzugehen oder so. Ich weiß protected by authorities. What happened to this mansion in the past remains vague. What happened to this mansion in the past remains vague. Okay. It is no only mansion, but some of the names in the okay. Würde ich ja im Nachhinein eigentlich auch mal gerne reingehen jetzt, ne? Wenn die Story da so ist. Da ist so ein Lost Place mit so einer düsteren Story noch. Jesus, ist es laut. Komm, für so ein kleines Puzzle-Game, das habe ich schon 100 Jahre, ist es ganz nett gewesen, oder? Wir sind auf jeden Fall durch damit. Das heißt, ja, leider wieder nur eine kurze Zeit wieder für Obscuritas. Aber nächsten Mittwoch habe ich keinen Rest gezockt mehr. Da werden wir dann nur Obscuritas machen. Aber ich musste die Halloween-Sachen jetzt nochmal kurz wegzocken. Made with Unity. Lexipix Game, so. Lexip Games. Mein Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. After Credit Scene. Wir sind wieder in der Mansion. Die sieht aber echt noch gut aus. Die hat doch gebrannt, so wie ich das verstanden habe. Aber vielleicht ist das wieder Vergangenheitsflashback. Weiß ja nicht, wie die heute aussieht. Jesus, ist es so. Ja, bei mir war es auch immer. Do you remember? Erinnerst du dich? Behind you. Das ist schon wieder das Symbol, nicht umdrehen. Okay, ich konnte nichts mehr machen. Da konnte ich jetzt nichts machen. Der Puppe hat mich gekillt zum Schluss. Was auch immer jetzt diese After-Credit Scene uns sagen möchte, ich weiß es nicht genau. Errungenschaft Escape. Ja, nett. War doch ganz nett, ne? Also, nichts Grandioses, nichts Schlechtes, nett. 63% der Errungenschaften, krass. Was hätte man denn da noch holen können? Wahrscheinlich sammeln alle Berichte. Was? Entschuldigung, Profildaten konnten nicht geladen werden. Bitte schön, Steam. Oh, möchte ich aber nicht hören von dir. Find the secret ending of the game. Ah, krass. Es gibt noch ein verstecktes Ende. Und es gibt, ja gut, 6 versteckte Errungenschaften noch. Aber ich denke mal, ist okay. 12 von 19. 2,4 Stunden. Ja. Wenn man Sachen schneller herausfindet, dann geht es auch ein bisschen schneller, ne? So. Nochmal schnell in Obscuritas rein. Ich kann den Titel gar schon wieder nicht ändern. Internet ist Bombe, krasses Horror-Game. Ja, so krass war es noch gar nicht. Dauert kurz ein, zwei Sekündchen. Ich will zumindest das Spiel ändern. Noch der Resttitel, den kann man so lassen. So, und da muss ich für Obscuritas natürlich wieder mal was ändern. Ich kann gerade meine Szene nicht bearbeiten. Ich müsste eigentlich alles wieder nach unten verschieben. Aber er sagt, ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Netzwerkprotokollfehler. Ich habe Fehler, Leute. Das Internet ist ein Traum.
kann es leider nicht ändern. Ich komme nicht rein. Honkaboy, du fährst morgen. Gut, dann wünsche ich dir... Ja, was wünscht man da? Eine erholsame Zeit wünsche ich dir auf jeden Fall. Und dass es dir danach besser geht, dass es dir dann gut geht. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Um wie viel Uhr geht's denn los? Wahrscheinlich ganz früh morgens, ne? So, jetzt komme ich rein. Moment. Wo war denn das nochmal? Meine Overlays. Geht sofort weiter. Ich bin drin jetzt. Ich muss es nur noch speichern gleich. So. Ich glaube, so müsste okay sein. Ja, ein bisschen nah am Chat dran. Ne? Ich mache mal ein bisschen rüber. Bisschen tiefer noch. So. So passt. Obscuritas hat immer so ein bisschen... Ne? Danke, weiß aber noch nicht, ob das klappt. Ganz früh mit dem Taxi. Wieso soll das nicht klappen? Meinst du, ob das mit dem Taxi jetzt klappt oder was? Wie viele Stunden fährst du dann dahin? Ist ja meistens immer weiter weg dann, ne? Ach, das will schon klappen. So. Direkt positiv rangehen, dann wird das. Und willkommen mal wieder zu Obscuritas Part 523. Peace Games. Das nächsten Mittwoch machen wir das nur. Da habe ich nichts mehr, was ich wegzocken muss. Montag vielleicht. Weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich Samstag streame. Aber wenn ich Samstag streame, spiele ich auch noch was, was ich eventuell an Halloween noch streamen wollte. Aber das ist eher so ein bisschen Retro-Jump-and-Run-Richtung. Danny, streamst du Samstag? Ich denke mal ja, ne? Weil wenn, würde ich dann sowieso nur kurz machen, also so von 18 bis 20 Uhr, ne? Aber das kann ich euch gerade noch nicht sagen. Ob ich wieder gesund werde? Ah, okay. Ach, nicht 15 Minuten. Ach, ist das... Ich dachte, Reha-Klinik bist du wieder. Da fährt man ja meist immer länger hin, ne? Wir beginnen mit der flackernden Taschenlampe. Es ist einfach so unfassbar dunkel. So. Ich denke schon. Ja gut, wenn... Ich weiß, aber wenn machst du erst ab 20 Uhr, oder? Wenn du eher anfangen willst, sag mir ruhig Bescheid. Ansonsten würde ich mal so von 18 bis 20 anpeilen. Aber ich muss auch nicht unbedingt, ne? Da waren die Krähen. Es ist unfassbar leise, das Spiel. Ich weiß nicht, wieso. Klinik in Bonn. Also, mal keine Reha-Klinik. Einfach nur Klinik. Hat da einer Höhenangst oder was sehe ich da? Nö, vor 20 Uhr nicht. Okay. Dann weiß ich da Bescheid. Also eventuell spontan Samstag, sonst Montag wieder. Die Dose, die ist wichtig. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Wenn ich da wieder gegentrete, dann sagt der Danny, kein Lärm machen. Willst du mich verarschen? Ich bin da nicht gegengetreten und die Dose hat Lärm gemacht. Ich bin extra außen rumgelaufen. Die böse Dose. Ja, der Hund, der knurrt, aber es sind unsichtbare Gegenstände, wo ich gegenlaufe. Tut mir leid, ich sehe die nicht. Wer lacht denn da? Der Danny lacht. Ach, für die Psyche. Körperlich hasse gar nichts so. Also, ja, was heißt körperlich? Wie hält sich das? Physisch hast du nichts. Hm. Schnell gegessen, weil es so kalt war. Sollte man nicht machen. War zwar 2 Jahre warst du schon mal da. Okay, ja, dann hast du ja schon Erfahrung. War dann wahrscheinlich doch okay, oder? Wenn du das nochmal machst.
Schon wieder eine Dose. Komme ich hier nicht rein? Das ist diese blöde Kiste, echt jetzt? Also, ob er den nicht wegschieben könnte. Ich will da rein. Obwohl, da liegt nichts, ne? Da auf dem Boden liegt nichts. Da sehe ich jetzt auch nichts. Das Fenster kann ich nicht gucken. Weißt du, da liegt schon wieder Sachen auf dem Boden. Ich mache wahrscheinlich nur Lärm jetzt hier. Dann kommt der Danny wieder. Kein Lärm machen! Das ist nicht gut, der Hund kommt! Das ist Riesenrad. Das Level heißt Riesenrad. Weißt du, was ist hier eine unsichtbare Wand? Wahrscheinlich muss ich erst den Strom anmachen. Hier liegt auch wieder was, wo ich nicht reinlaufen sollte. Hier sehe ich jetzt nichts liegen. Ich denke mal, das macht auch Lärm, ne? Ja. Halte ich mich mal schön von fern. Kann leider nicht wirklich reingucken, aber da ist nichts drin. Das erinnert mich so ein bisschen an The Park gerade hier. Autoscooter! Ich war mal in einem Campingurlaub, in einem Freizeitpark. Da bin ich, war ich mit meiner Nachbarin, also das Kind noch, mit meinen Eltern. Und da sind wir einen Tag lang ungelogen von morgens bis abends Autoscooter gefahren. Da war halt komplett leer da. Und immer wieder, wenn die Runde vorbei war, konntest du dich halt hinten anstellen und direkt wieder fahren. Wir mussten nie eine Runde warten. Wir sind immer sofort wieder rein. Das haben wir einen ganzen Tag lang gemacht als Kind. Das waren auch gar nicht so Autoscooter wie von der Kirmes. Sondern die waren voll langsam und voll soft auch. Die haben so ganz sanft nur gebombt. Irgendwie hatten wir voll Spaß da. Kennt ihr den Park Dundrell in Holland? Das ist halt eigentlich so. Also der Campingplatz kannst du nicht sagen. Ist schon mit Bungalows und alles so groß halt. Was ist passiert? Was passiert denn immer? Bin gleich wieder tot. Also einsteigen kann ich auf jeden Fall nicht in die. Ja, hier, warte, hier muss ich hin. Aber ich komme hier nicht raus. Ich muss das Ding in Betrieb nehmen, denke ich. Habe ich nicht schon alle angeklickt? Warte mal, ich will mal was testen. Gucken die mich immer an? Die folgen mir. Okay. Nee, nee, nee. Schön. Waren blöde Leute dort. Ah, das ist blöd. Okay. Genau, melde dich auf jeden Fall dann. Nochmal gute Besserung von mir. Eine gute Zeit wünsche ich dir. Und dass es danach immer viel besser wird. Berühmte Nachbarin. Ja, ja, genau. Kennst du das Gefühl, das ist so übel? Zu viel gefressen oder was? Scooter, hyper, hyper, Mr. Käse. Alles klar, bereite den Stream vor. Bis später, Chris. Also, die verfolgen mich auf jeden Fall. Guck mal. Wow. Ich weiß nicht, wo ich die hinlocken muss. Vielleicht muss ich die auf einer ganz bestimmten Stelle locken. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwo auf ist, der Zaun. Und irgendwann blitzt es auch immer wieder. Also noch weiß ich nicht wirklich, was zu tun ist. Die verfolgen mich gerade nicht mehr. Vielleicht habe ich es richtig gemacht. Ja, ist auf hier. Keine Ahnung, was ich getan habe. Oh. Ich lebe noch. Ich
will mal zu der Kontrolltafel da hinten gehen. Ach Quatsch, das kann ich nicht anklicken, oder was? Das ist so beschiss. Oh, die Dinger hat sich. Da wird mir immer voll schlecht drauf. Komm, ich als Kind besser versagen. Da ist der Hund. Hä? Ich glaube, der kommt hier nicht raus. Wird er wahrscheinlich auf dem Rückweg oder so. Was? 12 Stunden? Ah, Mist, gibt's noch nichts von. Was heißt denn noch? Das wird's auch nicht geben. Wieso soll es das geben? Hä? Bist du wieder beim Falschen im Stream gelandet oder was? Das ist Hundi Wauwau. Aber kein netter Hundi Wauwau. Das Kapitel heißt Riesenrad. Das hätten sie Autoscooter nennen sollen. War nachts durch so einen verlassenen Freizeitpark. Das wäre voll Jackpot für mich, ey. Das wäre so ein Lost Place, den ich mir noch richtig wünschen würde. Ich glaube, was Cooleres gibt's nicht, oder? Gibt's noch was Geileres? Was würdet ihr euch denn so angucken wollen? Ich hätte noch Bock auf so eine richtig coole, alte, gotische, verlassene Kirche oder sowas. Am besten noch mit so mit Friedhof dran oder so. Fände ich auch noch cool. Klinik hatten wir jetzt schon. Vielleicht noch so eine richtige Psychiatrie oder so. Vielleicht noch ein Krankenhaus. Ein Polizeikomplex wäre vielleicht auch noch geil. Gefängnis so. Weiß ich nicht. Was findet ihr denn noch so interessant? Oder halt mal Häuser, die halt noch richtig gut erhalten sind. Ne? So. Muss ja keine Villa sein, aber schon so eine schöne Mansion oder so. Also Herrenhaus wäre natürlich auch so Jackpot für mich, ne? Stehe ich ja total drauf. Ah, verlassener Freizeitpark wäre auch schon Hammer. Obwohl er natürlich, da brauchst du natürlich extrem. Ein kleiner dann aber bitte, weil ich glaube, bis du den sonst komplett erkundet hast, das braucht so viel Zeit. Du brauchst ja so schon immer über den ganzen Tag, wenn du mal so einen Freizeitpark tagsüber erkunden möchtest, brauchst du ja so schon immer voll lange. Ah, oh, Fluch der Karibik wahrscheinlich. Pirates of the Caribbean. Ah. Oh, fast in den Müll gelaufen. Tut mir leid, Divini, damit kann ich nicht dienen. Ich könnte maximal meine Wohnung für dich räumen. Ja, wenn du da einen coolen Lost Place rausmachen kannst, wieso nicht? Eine Lost Place Käsewohnung. Von mir aus. Guck ich mir auch an. Käse hat mit Sicherheit voll die krasse Software-Hardware-Abteilung in seinem. Hat mit Sicherheit so einen krassen Software-Hardware-Raum oder so. Mit 1000 Servern drin. Ich laufe und laufe und laufe, aber irgendwie passiert ja gerade nicht viel. Ich weiß auch gerade gar nicht, was zu tun ist. Normalerweise folgt da immer ein Rätsel nach dem anderen. Vielleicht bin ich an den Rätseln vorbeigelaufen. Ich weiß nicht genau. Es ist viel zu wenig, womit ich interagieren kann. Das könnte man noch geiler machen. Mit dem Fisch im Wasser. Könnten auch Haie sein. Oh. Oh, Mr. Hai. Ich dachte, ich müsste mit dem Boot fahren.
hat das Boot angefasst. Okay, war wirklich nur ein Durchlaufpart. Irgendwas, wo man mit Leuten hingehen kann und welche dann nicht mehr herausfinden. Tja, der Goku, das ist wieder ein Guten. Was stellst denn du dir da vor? Also ein Krankenhaus kommt auch schon nah ran. Da verläufst du dich auch gut, ey. Ich habe das auch zum Teil im Video mit reingenommen, wo ich dann da stehe. Müssen wir jetzt rechts oder links? Links, rechts, wo die dann rufen. Und dann 5 Sekunden später, von hier kamen wir, ne? Ne, von hier. Das ist auch so gut, ey. Schaut euch diesen Gouda an. Ja, lecker. Gib mal ein Stückchen Gouda her. Total verlassen. Was? Ich wünschte, es wäre so. Ich habe einen Uralt-Server tatsächlich im Keller außer Funktion. Ich wusste es. Aber wenn du könntest, hättest du gerne sowas, ne? Gargoyle. Statue lebt. Eule. Grünzeug. Hat er gerade gespeichert oder hatte ich einen Checkpoint? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ist ganz wichtig, dass ich darauf achte. Ich kann nämlich gleich nur aufhören, wenn er speichert. Ich will damit fahren. Darf ich nicht? Doch, oder? Komm. Wo soll ich denn sonst hin? Riesiges Asylum. Noch funktionierende Gummizellen, ja? Passt ja zwischen der Tree, ne? Ich bin noch ein Stahlsicherheitsrie. Okay, dann gehen wir halt zu Fuß. Die Fledermaus. Hallo? So, Screenshot. Screenshot hat gerade nicht funktioniert, sorry. Schlange! Und ich lange wirklich nicht vorbei. Ich will mir nix. Die Taschenlampe flackert jetzt schon wieder, ne? Ich muss ja schon wieder so Vollgas geben. Das ist so eine verlassene Geisterbahn, die noch so, wo die Animationen noch funktionieren, aber die Wagen nicht mehr, würde ich auch mal gern durchlaufen. War auch geil irgendwie. Alleine dann, ne? Also vielleicht noch mit 1, 2 Personen. Komplett allein ist das auch nichts für mich. Fische? Spinnenweben. Der Danny hat doch noch gesagt beim Labyrinth, Spinnen incoming. Da hat er gelogen. Hier ist Spinnen incoming. Das ist ja mal mega ekelig. Aber trotzdem Screenshot wert. Schreibt er jetzt wieder Spinnen incoming? Der Insider, der musste noch was mit seinem Auto machen. Der ist immer noch. Der ist direkt von der Arbeit. Also ich bin in der 17, 18 Uhr Feierabend. Eine Stunde zur Werkstatt hin, eine Stunde zur Werkstatt zurück. Ist man noch ein bisschen länger unterwegs. Der Ram, der hat Dings neue Bremsen oder so gekriegt. Oder Bremsbeläge, Bremsscheiben. Hör mal, nagelt mich da nicht drauf fest. Ich weiß halt nicht genau. Da wurde was an der Bremse gemacht. Ja, wenn ihr dann in so einem Lost Place seid, guckt euch Bruce um. Wenn ihr das hier seht, lauft. Das ist nix gut. Wenn ihr Glück habt, ist das noch aus alten Zeiten. Wenn ihr Pech habt, ist das eine neue Security-Firma. Oh! Wer bist du denn?
Ist mal ein Raum, wo man sich ein bisschen was umgucken kann. So Dinger haben ja meist auch stillen Alarm, ne? Da kriegst du gar nichts von mit, wenn der ausgelöst wird. Ah, ich habe nur auf Batterien gehofft, schade. Ich flecker mir gerade schon wieder einen ab. Ah, er macht die Taschenlampe schon freiwillig aus. Ich habe noch eine Batterie, aber die will ich nicht sofort reinsetzen jetzt. Ich die auch auf? Was war Stoppspiel? War nicht. Der Raum ist doch mal Copy und Paste, oder? Ich werde mir jetzt gleich noch mein Essen warm machen von gestern. Und danach gibt es dann ein bisschen Chris-Stream noch. Dann ist der Mittwoch auch schon wieder rum, ne? Na, gar nichts. Warte mal, finde ich komisch, dass da gar nichts drin ist in dem Raum. Weil der jetzt nicht so 0815-mäßig aussieht. Na, schauen wir nicht. Ja, Taschenlampe, ich weiß, du bist leer. Dann gehen wir halt hier lang. Kann ich nicht anklicken? Ne. Mein Gott, wie groß ist denn der Drucker? Der ist ja größer. Der ist genauso groß wie ich. Kopierer. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Schränke, 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 Schränke. Sicherung. Wir müssen die Sicherung einsetzen. Da ist ein G drauf. Das kann ich nicht anklicken. Jetzt mal gucke ich, ob die Puppen auch was in der Hand haben. Boah, ich lade jetzt nach. Das nervt mich so hart mit der Taschenlampe. Hier sind X drauf. X und G. Aber hier liegt nichts. Gar nichts. Kommt noch eine Geisterbahn? Da sind genug davon. Nein! Hier auch schon. Trotz Zeitumstellung wurde es trotzdem heute Morgen erst spät hell. Oh. Wird aber schon wieder ein bisschen eher hell. Nach einem Monat wird es jetzt erst nochmal dunkel. Und ab dem 31. Dezember ist dann die Wintersonnenwende. Und dann geht's langsam wieder bergauf. Wochenende schließen. Das ist groß hier. Komm, gib mir noch mal ein bisschen Batterienspiel. Ich sehe gleich wieder gar nichts im Dunkeln. Da, ein Schlüssel. Gehe ich erst noch mal zurück, bevor wir da weitergehen. Das ist mir noch ein bisschen zu groß hier. Die Tür war es nicht, ne? Nö. War die das? Ich finde den passenden Schlüssel. Ich hab doch einen Schlüssel. War scheinbar nicht den richtigen. Und hierfür ist der Schlüssel auch nicht. Hier stehen jetzt zwei Puppen vor. Wo komme ich denn jetzt? Ich glaube nicht von hier. Ich habe mich so schön an dem Püppchen orientiert. Ja, komme ich jetzt von hier oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss mich halt ein bisschen beeilen, sonst habe ich gleich wieder gar kein Licht mehr.
Nee, ich komme doch von da, warte. Den Raum hatte ich jetzt, so. Ja, komme ich von hier. Tür ist verschlossen, finde den passenden Schlüssel doch von. Es ist. Die Puppen, die verfolgen mich doch schon wieder. Das kannst du doch keinem erzählen. Die waren so schön, meine Orientierungshilfe. Ich will den Hund schon wieder holen. Waren wir hier schon drin? Ich glaube schon. Aber wenn ich rauskomme, links rum. Ich merke mir das jetzt immer. Scheißegal, was die Puppen sagen. War ich doch auch schon. Rechts rum. Ich glaube, ich habe es tatsächlich zum Anfang geschafft, oder? Oder soll das so sein, wenn ich rausgehe, rechts rum? Habe ich ja zwei Türen gefunden, die zu sind, wo ich keinen Schlüssel für habe. Rechts rum. Mir immer mehr sicher, dass ich hier angefangen habe. Ja, ja, doch, hier habe ich euch von der Kamera erzählt. Scheiße. Das ist, weil die Puppen sich bewegen. Dadurch habe ich jetzt meine Orientierung verloren. Das war halt mein Orientierungspunkt. Ich muss einmal zu der Tür gelangen, die zu ist. Ich glaube, die war das. Ja. So, und ab hier kann ich jetzt wieder neu anfangen. Ab hier waren wir schon drin, aber. So, wenn ich rauskomme, rechts rum. Mach trotzdem nochmal einen schnellen Go. Zumindest, ob was leuchtet. Nein. Mach rechts rum. Ist mir egal, welche Puppen da entstehen. Aber wenn ich rauskomme, links rum. Ich fängt schon wieder an zu flackern. Ich werde wahnsinnig. Links rum. So. Wenn ich rauskomme, rechts rum. Okay. Geht nicht. Auch nicht. So, wenn ich rauskomme, rechts. Oh, Spinne! Das ist auf jeden Fall neu. Weil du bist doch ekelig, du Spinne. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Aber ich muss da anklicken, was da irgendwas liegen sollte. Ba-b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 a. Ich hasse Spinnen. Tür geht nicht mehr auf. So viele verschlossene Türen. Und noch eine Etage. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Kleines Püppchen. Immer wieder Korb-Horror-Stream. Wenn ihr alle Zeit habt. Das war aber auch echt wieder anstrengend, der Korb-Horror-Stream. War zwar cool, aber wieder anstrengend. Wir brauchen so ganz leichte Spiele. Dann haben wir keinen Stress, dann sind wir alle relaxed. So Boomen. Boomen war okay von der Schwierigkeit her. Leute, was ist denn hier los? Ich habe einen Schlüssel und der passt nirgendwo rein. Boah, und jetzt sag nicht, es gibt drei Etagen von dem. Ah, hier passt da rein. Okay. Ich hoffe, jetzt gibt's nicht hier nochmal so viele Türen. Boomen! Ja, machen wir bestimmt. Wir haben noch genug Spiele, ne? Spielstand wurde gespeichert. Nice. Wie spät haben wir? Ganzes Kapitel schauen wir jetzt nicht in 40. Oh. Da will ich rein. Das ist meins. Da will ich rein. Ja komm, ich gucke mich nochmal 10 Minuten hier um. Danach muss ich eh raiden. Aber wir haben noch genug Spiele. Keine Sorge. Und direkt dann, ne? Nächste Woche Freitag macht der Chris seinen Urlaubstream und nächste Woche Samstag ist schon wieder Unfug. Wow, das Karussell-Ding ist noch voll im Betrieb. Da muss ich ja mal gespannt bleiben. Gucken, was, ob wir da reinkommen. Zumindest hat er zweimal gespeichert, glaube ich, heute. Vielleicht habe ich dann schon zwei Abschnitte wieder geschafft.
Okay, das könnte mich töten. Ich hab doch gesagt, es könnte mich töten. Es macht auch voll keinen Sinn, mit den Dingern zu laufen. Das macht eher Sinn, gegen die zu laufen, fällt mir gerade mal ein. Ah, gesoffen. Ah, diesmal wahrscheinlich ein bisschen chilliger. Nicht so wie letztes Mal, wo der Chris mitgemacht hat, wo um 2 Uhr schon Game Over und Knockout war. Da ist der Tommy aber auch nicht hier, der den ganzen Drinks reinbringen kann. Mal eben Whisky, Cola, 50-50 Mischung oder 70-30 oder was das war. Das war krank. Hör mal, auf dem Klo, da habe ich jetzt Patent angemeldet, ey. Fuck. Ich dachte, der wird noch mehr ausholen. Okay, in die Richtung klappt's auch nicht. Ich kann noch ein, zweimal üben. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Ja. Klo war leider belegt. Ab nächste Mal hole ich einfach den Kloschlüssel raus. Behalt den einfach. Dann ziehe ich die Leute, die da im Klo drin sind, einfach raus. Ich werde auf jeden Fall nicht am Mundfunk teilnehmen, wenn nur nochmal das Wort Klo erwähnt wird. Guck mal, ich bin noch nicht dafür verantwortlich. Hey! Ich raff die Dinger nicht. Ich war doch genau über dem Ding und auf einmal hat es runtergezogen. Das macht gerade keinen Spaß, die Stelle. Dann könnt ihr euer Zeugs alleine machen. Guck mal, wie er eingeschnappt ist. Ich kann da nichts für. Ich glaube, das würde der Insider dir auch nicht verzeihen. Das ist so ein Ding, was in Ewigkeit in Erinnerung bleibt. Auf jeden Fall. Durch. Oha. Das Ding ist, der Chris hatte, glaube ich, auch als einziger, also negative Erinnerung in seinem Erinnerungsvermögen. Ich glaube, für euch anderen ist das eher lustig. Ja gut, für uns ist das auch nicht so lustig gewesen, weil wir ja nicht reinkamen. Ah, komm. Scheiß drauf. Was muss man halt mal erlebt haben. Da ist aber gerade ein bisschen FPS-Einbrüche, oder? Irgendwie ist das gerade nicht flüssig. Den Part, den werde ich jetzt heute nicht mehr auf die Schnelle schaffen. In 60 Jahren. Hör mal, in 60 Jahren lachst du da auch drüber. Habt ihr gesehen, was mich da gekillt hat? Auf dem Boden sehe ich nichts. Oh, ich glaube, ich komme hier nie wieder raus. Keine Ahnung, was mich hier killt. Diese drei Röhren scheinen wieder keinen Strom zu haben. Okay. Ich
habe es endlich geschafft, durch das Portal in die andere Welt zu gehen. Ich hatte also mit meinen Vermutungen immer recht. Diese Welt existiert. Allerdings scheint es sich hierbei um ein dunkles Abbild unserer Realität zu handeln. Es war sehr schwierig, hier das Portal zu finden und der Hund ist da draußen. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination stimmt und ich wirklich wieder in unserer Realität ankomme. Ich weiß nicht, aber zumindest stimmt sie nicht sofort, ne? Na, umstellen kann ich sie nicht. Vielleicht muss da noch ein Kristall drauf. Oh ne, das ist wieder mit dem Hund so ein Part. An dem Schalter fehlt eines der Zahnräder. Ich guck mich schon mal um, soweit es geht. Müssen wir wahrscheinlich nächste Woche dann machen. Ich höre ihn halt die ganze Zeit hecheln. Chris, da musst du drüber stehen. Ja, macht er ja auch. Machen wir einen Kompromiss. Ich gucke zu, weil bestimmte andere Leute nicht zu gucken. Ich merke ja schon, dass das... Es wird nicht besser. Wieso? Du willst hier Dinge, worauf wir keinen Einfluss haben. Hallo? Gönnst du dem Insider keine Zuschauer oder was? Das ist ja gar nicht... Ich habe ja gar nichts mit dem Unfug zu tun. Ich mache den doch gar nicht. Na, Chris gönnt dem Insider keine Zuschauer hier. Mensch. Da ist er. Nein, er ist genau hinter mir. Ich werde sterben. Muss mal kurz hier abhauen. Okay, er war direkt hinter mir. Keine Ahnung, wieso er mich nicht gekillt hat. Ich glaube, der geht nur auf die Wege. Ich gehe einfach mal übers Gebüsch. Es hat geschellt. Das ist zwar jetzt echt blöd, aber ich muss mal kurz die Tür aufmachen. Es tut mir wirklich leid. In 2 Sekunden wieder da. Oh, wenn ich jetzt in 3 Minuten reden muss. Ich glaube, der Insider hat keinen Schlüssel. Mach du doch mal einen Unfug-Stream mit Klopfer. Nee, für mich ist das nichts. Ich will auch keine Ideen klauen. Was macht man nicht? Unfug ist Patent auf Insider. Hat kein anderer Patent drauf. Copyright und so. Ja, das ist auch nichts für mich. Ich guck gern zu. Ich meine, jeder hat so ein bisschen sein Genre, sein. Sein Stil, was er so streamt und macht. Da mache ich halt Freundschaftsplus an dem Tag. Guck mal, jetzt vertreibst du uns schon den Goku. Der Chris will nicht, dass der Goku zuguckt, ja? Nee, Goku, du musst dabei sein. Aber so richtig musst du dabei sein. Gönn ihm alles, ja. Muss ihm aber auch die Leute gönnen. Okay. Ich denke mal, das ist ein gutes Motto, um hier Ende zu machen. Und ich glaube, nächsten Stream werde ich hier sehr fluchen. Weil ich echt noch nicht weiß, was ich alles für Gegenstände brauche. Und der Hund, der wird mich gefühlt 130.000 Mal killen. Und ich werde immer wieder hier anfangen. Aber egal, das machen wir nächstes Mal weiter. Spiel laden. Wie viele Kapitel haben wir heute geschafft? Ich sag 2. Wir haben angefangen. 1, 2, ja. Leute!
Das ist alles, was wir noch brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich schaffe 2 in einer Stunde. Dann müsste ich 5 Stunden noch streamen. Puh. Da werden sie wahrscheinlich noch 2 Streams werden. Schätze ich jetzt mal. Stell einmal auf 2 Obscuritas-Streams ein, weil ich mache es ja immer Mittwoch, da habe ich ja nur 2,5 Stunden. Eine Errungenschaft haben wir heute noch gekriegt. Die haben wir noch 14%. Dolls in the house. Gut, dann brauchen wir jetzt noch. Ach, guck mal, 75% bin ich schon zufrieden mit. Dann werden wir jetzt gleich mal rüber raiden zum Chris, der mit Siberia beginnen wird mit dem neuen Teil. Ich werde mir jetzt schnell noch was zu futtern machen. Und dann bin ich auch am Start. Ich brauche mal so ein bisschen andere. Das ist immer so meine Sommermusik hier, ne? Von Panda Beats, kann ich nur empfehlen. Copyright-freie Musik. Von deutschen Entwicklern. Ja, gut. Dann werden wir das so machen. Samstag, eventuell spontan online, kann ich noch nicht garantieren. Wenn so 18 bis 20 Uhr um den Dreh. Und ja, Montag dann auf jeden Fall der nächste Stream. Uhrzeit auch spontan. Wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt raiden wir rüber zum Chris. Und ich gebe nächste Mal Vollgas in Obscuritas. Ich habe voll die kalten Finger. Die werde ich jetzt erstmal aufwärmen. Ja, einmal kannst du das noch machen mit den Liedern. Ein zweites Mal vielleicht auch noch, Patrick. Aber dann wirst du gesperrt und dann hast du Probleme. Danke für den Stream. Ja, alles klar, Leute. Ich warte nur, dass der Chris online ist. Dann rate ich euch rüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wir hören uns. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Ciao, ciao.